Willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars auf dem Gemeinde.net Server. Gab es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß echt nicht, wann ich die letzte Runde Bad Wars gebracht habe. Aber vor allem die Runde Solo Bad Wars gab es schon seit 150 Jahren nicht mehr. Deswegen gibt es jetzt wieder eine Runde Solo Bad Wars. Okay, es hat eigentlich andere Gründe, die ich euch auch noch erklären werde, aber nicht jetzt. Zu Beginn möchte ich euch nämlich eine Weisheit mit auf den Weg geben. Es ist nämlich echt nice, einen Kühlschrank bei sich im Zimmer zu haben. Was das jetzt den Leuten ohne Kühlschrank hilft, ihr wisst jetzt, dass es echt nice ist. Und ich glaube, wir können eigentlich direkt schon mit der nächsten Runde anfangen. Warum werden so Oldschool-Maps wie mein nicht mehr voll? Aber dafür wird dann so eine Rotz-Map hier voll. Ja, keine Ahnung, irgendwie alle neuen Bad Wars-Maps sind alle scheiße. Moin, Meister. So, wie gesagt, ich hatte euch gesagt, ich sage euch wann anders, warum jetzt nochmal eine Runde Bad Wars kommt. Und Tatsache habe ich dahingehend mein Wort gehalten. Dafür möchte ich jetzt einfach mal bitte ein Like sehen schon mal. Dafür, dass ich mein Wort gehalten habe. Bro, push dich. Ja, perfekt, Digga. Und nächste Runde, let's go. Hoffen wir mal, dass es sich gelohnt hat, jetzt auf eine richtige Map zu warten. Und hoffen wir mal, dass die Runde jetzt so lange geht, dass ich euch zumindest erklären kann, warum heute jetzt mal eine neue Runde Bad Wars kommt. Ey, kann es sein, dass der Typ hier seit 2012 kein Bad Wars mehr basic, oder nee, jetzt mal ernsthaft. Der Typ spielt, als hätte er irgendwie seit 2015 kein Bad Wars mehr gespielt. Und tschüss, Bro. Oder sis. Ja, und schau, haust du rein? Ja, super Anfang. Geht auf jeden Fall besser los als die letzten Runden. So, warum heute Bad Wars kommt? Ich war eben bei Professor Dr. NAT Alex Head on Head Off im Stream und habe ihn gefragt, was ich aufnehmen soll und habe ihn er hat gesagt, so, keine Ahnung. Daraufhin habe ich ihn gefragt, welche Videos er von mir mag. Daraufhin hat er gesagt, dass er keine Videos von mir mag, außer das eine, wo er bei war, was ihr unbedingt abchecken müsst. Ja, Bro, Digga, deine Mutter. Ja, auf jeden Fall hat Hayden gesagt, dass er keine meiner Videos feiert. All around me are familiar faces, worn out. Und er hat gesagt, dass er dann halt entweder Bad Wars oder Skywars machen will, weil er dann so ein bisschen noch versteht, worum es geht. Weil ihr müsst verstehen, Hayden ist schon sehr alt und er ist dann mit den neuen Sachen nicht ganz so... Ja, Hayden ist halt im Grunde um alte Menschen und Technik, ihr wisst es ja selber. Ich meine, Hayden ist schon fucking 20. Müsst ihr euch mal ausdenken. Ja, Digga, habe ich hier nur so 2015 Spieler in Bad Wars, die gerade drin. Appreciate ich. Dann habe ich zumindest immer so einen Kill in der Runde. Bye, have a great time. Haust du rein, Bro. Ciao. Auf jeden Fall hat dann einer von Haytons Mods geschrieben, dass Bad Wars toll ist. Dann habe ich halt mich entschlossen, Bad Wars aufzunehmen. Es war eine sehr bewegende Geschichte aus dem Paulanergarten, deswegen kommt jetzt Bad Wars. Und wie immer sagen, wenn das jetzt... Die Runde muss es jetzt werden. Ich habe auch nicht ewig Zeit. Das ist wirklich ein Problem, was ich merke. Dadurch, dass ich halt jetzt ein bisschen mehr unter Zeitdruck meine Videos machen muss. Ich merke halt schon extrem, dass ich nicht mehr halt mir einfach so von zeitlichen her nicht mehr so teilweise... Ich habe früher teilweise 40, 50 Minuten Aufnahmen gehabt. Sowas kriege ich halt zeitlich einfach nicht hin, wenn ich alle zwei Tage ein Video machen will. Bin der Einzige mit Gold. Basiert auf meinem letzten Solo-Bad Wars-Aufnahmeversuch, werde ich jetzt von den verbleibenden Spielern zerteamt, weil ich Gold habe. Oder hier ist ein FM. Wait, was war das jetzt? Hä, WTF? Hä, was war das? Keine Ahnung. Aber by the way, ganz kurze Sache am Rande. Mich würde es extrem freuen, wenn ihr mir auf Twitch folgen würdet und natürlich auch mich hier abonnieren würdet und auf Twitter und auf Instagram. Das ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Würde mich extrem freuen, würde mich sehr supporten. An alle, die das machen, Kurs geht raus. Ich sag's normalerweise erst am Ende, da ich nicht weiß, wie lange die meisten Leute so meine Videos schauen, sage ich das jetzt auch mal ein bisschen früher. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, so am Ende nach jedem Video, was ihr im Video gut fandet, aber was ihr auch im Video nicht so gut fandet, also wo ich mich noch verbessern kann. Weil ich weiß, dass meine Videos nicht perfekt sind oder sonst was und da wäre euer Feedback halt wirklich echt hilfreich, um mich zu verbessern. Wenn ihr das machen würdet, Kuss geht raus, würde mich extrem freuen. Der Türkise hat noch ein Bett. Sein Bett dürfte jetzt auf jeden Fall weg sein. Also außer ich stelle mich jetzt wirklich blöd an oder er cheatet. Auch das ist irgendwie eine Möglichkeit geworden in letzter Zeit. Also, es war eigentlich schon immer eine Möglichkeit, dass mein Gegner cheatet, aber hey. Ja, der Typ versucht jetzt zu mir zu kommen. Aber das Schöne ist, dass er es nicht schaffen wird. Ja, komm, solange der sich hier noch baut. So, so. Bro, was ist hier jetzt deine Mission?
GG, das war doch mal eine schöne Runde. Würde mal sagen, das war echt eine schöne Aufnahme. Das ist natürlich geragequittet. 3 Kills, 2 Betten, kann ich mitleben. Wir sehen uns gleich. Jo Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Wie gesagt, was ihr gut fandet, aber auch was ich noch besser machen kann, würde mich extrem freuen. Abonniert mich auch, teilt den Stuff sehr gerne auf euren Socials, teilt meinen Channel. Es würde mich so unglaublich supporten. Es wäre mir so eine Riesenhilfe. Abonniert mich, aktiviert die Glocke. Gleiches gilt natürlich für meinen Twitch. Abonniert mich auch da und aktiviert auch da die Glocke. Und folgt mir auch auf Twitter und auf Instagram. Die sind allesamt unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut bei Hayden vorbei, auch wenn er meine Videos nicht mag. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Würde mich extremst freuen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.